Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Und es ist wohl unschwer zu erkennen, dass wir jetzt wieder mal in den Alpen sind, in den Bergen. Und das heißt, es gibt jetzt ein Update zu Neu-Mini-Brunnen, unserer wunderschönen Alpenmap, unser Projekt, das uns schon seit über 200 Spielstunden begleitet. Folge 120 heute hier und es war ja auch vielleicht schon ein bisschen zu ahnen, dass nach den Folgen Galgenberg und Kallebach jetzt hier Neu-Mini-Brunnen mal ansteht, um, wie gesagt, ein kleines Update hier zu machen, wie denn da der Stand ist mittlerweile. Denn wir haben ja für Neu-Mini-Brunnen ein kleines Ziel ausgegeben, denn wir wollen hier die Produktionen und die Felder alle haben. Und was uns ja fehlt, ist die Müsli-Fabrik. Und deswegen habe ich jetzt zugeschlagen. Ja, Freunde, hier das Weinberg habe ich jetzt gekauft, habe hier auch schon die ersten Geräte hergebracht und hier angefangen, das Weinberg auch zu bearbeiten. Denn wir wollen hier unsere eigenen Rosinen herstellen, die wir ja dann brauchen für unsere Müsli-Fabrik. Und ich glaube, dann brauchen wir auch noch Hafer, Honig und noch irgendwas. Ich weiß es jetzt gar nicht, Zucker vielleicht. Ja, wir werden es sehen, wenn wir dann irgendwann mal diese letzte Produktion endlich hier auf Neu-Mini-Brunnen übernommen haben. Jo, steigen wir also in den Fendt und machen noch ein bisschen Feldarbeit hier auf unserem wunderschönen Weinberg. So, das Maschinengewehr erstmal einschalten, dann hier das Ganze ausklappen und wir müssen natürlich, ja, das, ja, wie heißt denn das eigentlich? Jedenfalls hier die Blätter erstmal entfernen. Ich musste ehrlich zugeben und ich kann euch auch hier nur den Tipp geben, schaut immer mal wieder auch in die Hilfe rein, die es ja auch hier online bzw. im Spiel gibt. Denn ich war hier auch nicht mehr ganz so auf dem Laufenden, was man denn eigentlich hier machen muss, wie man das Ganze wieder hier zum Laufen kriegt. Und das, was wir jetzt hier tun, muss man eben machen bei den Weintrauben. Bei den Oliven entfällt dieser Arbeitsschritt. Aber hier müssen wir das tun, nur weil dann wächst auch oder wachsen dann die Reben oder die Trauben wieder nach. So, wir haben Juni. Ich weiß nicht, ob wir nicht ein bisschen spät dran sind. Wir werden es sehen. So, Udele. Jetzt müssen wir hier noch die letzte Bahn machen. Und dann, denke ich, sind wir... Ups. Ah, reicht das? Passt das? Kommen wir so ran? Jo, und das sind ja alles Arbeiten, die wir leider nicht mit dem Helfer machen lassen können, mit dem lieben Helferlein, sondern das müssen wir alles dann schon selber machen. Beim Grubbern, das geht einigermaßen und Mulchen, aber da will er auch nicht von selber in die nächste Bahn. Das heißt, er macht immer nur die Bahn und wir müssen dann trotzdem vieles doch von Hand machen, was dann wohl auch der Grund auf der PlayStation oder auf den Konsolen ist. Das ist, glaube ich, nicht ganz so, ja, unsere Freude gefunden hat. Wie auch immer. Aber wir machen das Ganze jetzt mal mit, denn wie gesagt, wir wollen ja hier auf jeden Fall, so, Maschinchen wieder einklappen, auf jeden Fall hier noch ein bisschen was machen. Die Geräte sind alle erstmal nur geliehen, gemietet, denn wir werden ja nicht ganz groß einsteigen. Genauso die Erntemaschine, also ich glaube zumindest, dass ich alles gemietet habe. Ich bin da alt. Weiß ich es noch. Also den Kompakttraktor haben wir gemietet, natürlich die Spritze und hier, was ist denn das überhaupt? Der Vorschneider, genau. Der wird nach der Ernte benutzt, um die Reben auf das nächste Jahr vorzubereiten. Also auch das ist nur gemietet. Genauso der Mulcher und der Tiefenlockerer. Also heißt, wir haben hier die ganzen Gerätschaften erstmal nur gemietet, denn auch natürlich die Erntemaschine werden wir mieten, werden aber die Produktion kaufen und dann die Träubchen zu, die Trauben zu Rosinen verarbeiten. Für, wie gesagt, die Müsli-Fabrik. Und das soll so ein bisschen unser Ziel hier sein auf Neu-Mini-Brunnen. Okay, das soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein, weil gekalkt habe ich hier das Ganze. Und ich habe hier auch schon gemulcht oder irgendwas. Ich weiß es jetzt gar nicht. Augenblick, ich glaube nicht mit dem Mulcher. Ich bin hier mit dem Tiefenlockerer durch. Mulcher war noch gar nicht. Da muss nämlich erst das Gras wachsen, meines Wissens. Und pH-Wert, da müssen wir auch mal schauen, wie wir damit umgehen. Ich denke, da müssen die Trauben erstmal da sein. Das macht jetzt noch keinen Sinn. Das Interessante ist allerdings, dass wenn ich zum Beispiel hierher gehe, da steht bereits erwarteter Ertrag 82%, Ertragspotenzial 89%.
1,85. Und hier steht nämlich im Wachstum, gehe ich ein bisschen weiter vor. Okay, es steht weiterhin im Wachstum die Trauben, aber irgendwie der Rest, Precision Farming, zeigt dir nichts an. Also ich bin mal gespannt, was uns der nächste Monat bringt. Ich denke, für diesen sind wir soweit durch. Okay, das soll es dann gewesen sein für die Trauben. Aber wir haben jetzt also auch in dieses Geschäft oder in diesen Geschäftszweig sind wir jetzt also auch eingestiegen mit einer kleinen, ja, Trauben mit Reben, die hier eben auch angebracht sind. Mit einem kleinen Weinberg. Klein, aber fein, aber unser oder mein. So, dann wollen wir mal schauen, was es heute sonst noch alles zu tun gibt. Und dazu springen wir mal wieder rüber in den Hof. Schauen mal. Da stehen ja unsere beiden Klaas. Die warten auch nur darauf, dass sie endlich mal wieder arbeiten dürfen. Aber es ist noch nicht so weit für den Mais. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann haben wir unseren Xerion. Hier haben wir Gülle weggebracht und hier steht unser Gerät bereit, unser Tieflader, um hier, ja, wie heißt die Milch, die Landmilch aufzunehmen, die wir jetzt auch in unserer Molkerei hier produzieren. Hier sind wir also auch ganz kräftig am Start mit Käse und mit Butter und der Landmilch und wir wollen da auch in Kürze Hafermilch produzieren. Schauen wir mal, ob wir hier dran kommen. Genau. So, Käse, Butter läuft, auch Schokolade läuft. Und dann haben wir noch Sojadrink und Haferdrink. Das würde ich nämlich auch gerne produzieren. Und die Landmilch, die lassen wir jetzt tatsächlich stehen und laden die mit unserem Tieflader, mit dem IT-Runner-System dann eben ein. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier sonst noch haben. Ja, hier oben haben wir die Tierchen gefüttert. Ich glaube, da sind wir auch im grünen Bereich. Mist und Gülle könnten wir natürlich abholen und dann runterbringen. Das ist eigentlich auch gar keine mal so schlechte Idee. Dann lasst mich nochmal schauen, wo haben wir... Ja, da können wir aussteigen und rüberrennen. Dann fahren wir mal schnell hoch, holen noch ein bisschen Gülle. Denn in der BGA sieht es wie aus. Gülle 72.000, okay. Sehr schön, Motor an und in den Fendt 728 Vario Generation 7 gestiegen. Dann fahren wir mal hoch zu unserer kleinen, zu unserer Dependance mit den Kühen und den Schafen. Und dann holen wir mal die Gülle ab. Kann nicht schaden, wenn wir das Material dann auch letztendlich verarbeiten. Wunderbar. So. Und wenn wir dann oben sind, dann schauen wir mal uns ein bisschen machen wir uns einen kleinen Überblick, denn ich habe ja noch ein Feld gekauft. Also es nimmt kein Ende, Freunde, das Dorf oder das Tal, so ist es eigentlich richtig. Denke ich, wird bald unser sein, dann sind wir hier absolut der Herr im Hause. So, Dele. Ja, warum mache ich das hier gerade im Moment? Dass ich natürlich hier von unseren ganzen Projekten, die wir hier am Start haben, mal immer so eine kleine Übersicht mache, damit wir sehen, wo wir sind. Denn ich denke, wir müssen oder es wird langsam an der Zeit, aufgrund der vielen, vielen Projekte, die hier am Laufen sind, dass wir ja doch uns doch mal ein bisschen entscheiden müssen, wo die Reise hingeht. Und so ein Projekt wie zum Beispiel auch die Galgenberg, wo wir schon 200 Stunden drauf haben, oder auch die Alteiche, die ja bei uns im Stream-Projekt ist, die auch schon 65 Stunden hat. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da weitermachen oder eben nicht weiter. Denn es sind ja weitere Projekte sozusagen in den Startlöchern. Wir warten ja immer noch auf die Oberschwaben und dann soll ja die Galgenberg 2024 noch kommen. Da machen wir mit Sicherheit auch ein kleines Stream-Projekt. Mal schauen, ob wir da länger auf dieser Version der Galgenberg dann verbleiben. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf will ich eigentlich hin? Hinaus. Ich denke, dass ich in Kürze, denn mein Urlaub, also beziehungsweise ein zweiwöchiger Urlaub steht an und davor möchte ich eine kleine Umfrage starten und dann stelle ich euch sozusagen zur Abstimmung, mit welchen Projekten wir denn zukünftig hier noch weitermachen wollen. Welche Projekte interessieren euch eigentlich noch? Wo, wie gesagt, soll die Reise hingehen? Neuminibrunn, da haben wir auf jeden Fall ein Ziel aus. Ja, ausgerufen, nämlich, dass uns das Tal irgendwann mit allen Feldern gehört und sämtliche Produktionen. Da haben wir zum Beispiel ja auch noch das Biomasse-Heizkraftwerk. Da sind wir ja gerade dabei, die Pappeln aufzuziehen, um dann eben anschließend dieses Kraftwerk damit zu befeuern. Und ob wir dann hier natürlich dann auch noch in den Bereich Schreinerei gehen, nochmal Holzwirtschaft, das ist noch offen, das bleibt auf jeden Fall offen. Aber ansonsten haben wir ja
eigentlich nur noch ausstehend die Müslifabrik, wie eingangs schon erwähnt. So, sind wir schon da? Sehr schön, wir können also aufladen. Sehr schön. Okay, und damit hätten wir auf jeden Fall mal hier die ganze Gülle schon mal eingeladen. Dann sind wir hier wieder güllefrei an unserem kleinen Tierhof am Berg. So, und dann fahren wir mal links rum, spaßeshalber. Nehmen wir mal die, ja, ich sag mal, die Outdoor-Strecke. Und jetzt habe ich mich irgendwo verhängt. Ach du Schande, was ist denn los? Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert. Hä, warte, wo hängt denn jetzt der Kollege? Ja, da müssen wir dann, glaube ich, mal ein bisschen ranglotzen. Aber das gibt's doch gar nicht, dass der jetzt da oben hängen geblieben ist. Okay, dann machen wir das anders. Hä? Wo hat der sich verhängt? Merkwürdig. Ja, ich hänge den nochmal dran, dann holen wir unseren Fendt. Der hat ja einen Frontlader und dann versuchen wir mal, ob wir da das Ganze irgendwie rumgehängt kriegen. Also echt spannend. Das war jetzt überhaupt nicht geplant. Aber wir können weder vorwärts noch rückwärts. Okay. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Hä? Wo hat denn der hier Kollision? Sudele. Okay, dann versuchen wir es mal damit, ob wir den irgendwie hinten rumkriegen. Nee, der stößt. Der bewegt sich überhaupt nicht. Tja, da gibt's nur eines. Dann gibt's nur eines. Ja, komm, den stellen wir erst nochmal wieder zurück. Tja, das ist ja schon spannend. Also sowas habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Also im Prinzip, den drückt es dann irgendwie tatsächlich runter, den Anhänger. Aber keine Chance. Ich weiß, dass man jetzt auf dem PC, da gibt es ja Tools, mit denen könnte man jetzt hier den starken Mann machen und das Ding vermutlich rausziehen. Aber wir werden jetzt Folgendes machen müssen. Augenblick, dazu müssen wir, glaube ich, in die Karte. Und dann schauen wir mal, dass wir den hier... Augenblick. Nee, ich glaube, das geht besser hier rüber. So, Güllefass. Und dann, ja, nicht verkaufen. Auf der Karte anzeigen. Nee. Ja, nee, dann war das, glaube ich, doch hier. Ah, stopp, stopp, stopp. Dann müssen wir uns die Anhänger anzeigen lassen. Die zeigt er gar nicht an. Wir haben doch alle Geräte hier. Augenblick. So, jetzt zeigt er den an. Ups. So, und den werden wir jetzt zurücksetzen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ob da jetzt noch was drin ist? Nee, das war nicht der Händler. So, wo ist er denn? Haben wir gar keinen Traktor mehr? Ach doch, da ist doch der Händler. Ja, war klar, natürlich. Gehört dir, Schaden. Okay, ja, wir müssen wohl doch erstmal mit dem Schlepper hinfahren. Witzig. Ja, so war das nicht geplant für die Folge, aber so hat man wieder irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse.
Und dann schauen wir mal, ob die Gülle noch drin ist und ob beim Zurücksetzen die Gülle dann auch entladen ist bzw. entleert und dann der Weg wirklich tatsächlich umsonst war und dass unser ganzes Programm hier ein kleines bisschen über den Haufen wirft. Naja, nichtsdestoweniger fahren wir wieder ein kleines bisschen hier über die Map. Sehr schön mit unserem Fans. Links ist frei. Ab geht's. So ist er zum Glück nicht der langsamste. Ja, hier an unseren neuen Weinbergen und unseren Pappeln. Und hier das Biomasse-Heizkraftwerk in Spee, das uns bald gehören wird. So. Und jetzt geht's hier bergab ins Tal zum Händler. Über 200 Stunden Neu-Mini-Brunnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hier auf der Karte schon bin. Also über ein Jahr zocken wir hier schon diese wunderschöne Karte. So. Und dann dürfen wir jetzt gespannt sein. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht ganz firm, ob durch das Zurücksetzen auch die Inhalte immer flöten gehen. Aber dass der sich da oben so verkeilt hat, schon sehr, sehr spannend. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Aber so erlebt man immer wieder mal was Neues. Ja, das war zu erwarten. Also die Gülle ist leider weg. Okay, so kriegen wir natürlich die Gülle auch los. Schade, schade, schade. Wir gucken aber mal kurz noch auf die Karte, wie jetzt im Moment der Stand ist. Was uns denn alles gehört? Hier die 24 habe ich nochmal gekauft. Ich überlege jetzt gerade, was haben wir denn da drauf? Ja, aber ertragsmäßig ist das natürlich jetzt auch nicht das Wahnsinnsfeld, muss man jetzt so sagen. So, was haben wir hier drauf? Ich glaube Raps, oder? Ja, Wunderbärchen. So, was fehlt uns dann eigentlich noch? Hier die 21 habe ich noch nicht erworben. Hier die 51 ist eben das Weinberg. Dann haben wir hier die zwei Grasfelder, die 17, die 15. Die sind ja bekannt durch entsprechende Aufträge. Und jetzt haben wir hier oben noch vier Felder. Die 31 gehört ja hier oben zu dem Forest, also zu dem Waldstück, zu dem Forst. Und die 36 ist ja die Müslifabrik. So, die 3, die 5, die 9 und die 10. Und wir wollten ja auf der 27 auf dieser Baufläche wollten wir ja auch nochmal irgendwas Interessantes, Spannendes bauen, aber ursprünglich war der Plan, hier natürlich noch einen weiteren Berghof mit Tieren, aber ich muss ehrlich sagen, da halte ich mich jetzt noch ein kleines bisschen zurück. Schauen wir mal, was wir mit der Fläche anfangen. Vielleicht werden wir da auch dann nur eben ein Lager oder irgendwas hinmachen, eine Halle, eine größere oder vielleicht doch noch irgendeine spannende Produktion, die uns hier einfällt. Ja, so sieht es aus. Also viele Felder haben wir hier nicht mehr hier in der Nähe des Dorfes, die 16. Die würde sich eventuell dann auch anbieten als Grasfeld auf jeden Fall. Jo, das soll es also für die heutige Folge gewesen sein. Ich habe euch hier nochmal einen Überblick gegeben von der wunderschönen neuen Mini-Brunnen und habe euch gezeigt, dass wir jetzt also dann doch auch in die Traubenwirtschaft hier einsteigen. Ich meine, wir haben hier auf dieser schönen Map auch schon mal Zuckerrohr angebaut und sind natürlich auch gerne zu anderen Aktionen bereit in dieser wunderschönen oder auf dieser wunderschönen Karte. Jo, also wie gesagt, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Hier Neu-Mini-Brunnen, ihr seht es also, auch hier geht es immer schön Stück für Stück weiter und wir arbeiten uns auf unser Ziel, die ganze Map letztendlich am Schluss alle Felder zu behalten oder zu unser eigen nennen zu dürfen und alle Produktionen zu haben, arbeiten wir uns langsam, aber sicher hin. Jo, nichtsdestoweniger an der Stelle sage ich wieder mal recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und sage tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.